So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Ramses Kitchen. Wir haben letztens Coleslaw getestet von der Firma Walder Pop und zwar den ganz normalen weißen Coleslaw. Den esse ich in letzter Zeit ja immer gern zu Samyang Buldak Ramen Nudeln. Beim letzten Mal haben wir den weißen gehabt mit, ich glaube, den Cheese, Samyang Buldak Cheese Nudeln. Und heute habe ich gesehen, es gibt jetzt auch den Coleslaw, nicht aus Weißkraut, sondern aus Rotkraut. Der sieht auf jeden Fall mega genial aus. Die Red Edition vom Coleslaw. Deswegen habe ich mir keine gelbe Packung Samyang geholt, sondern möchte jetzt diese, weil die farblich einfach am besten dazu passt, Carbonara-Packung machen. Aber wie ihr mich kennt, nehme ich ja die Hälfte Coleslaw und zwei Packungen Samyang. Und das ist das, um was es heute geht, um euch mal zu zeigen, wie das dann aussieht und vor allem gucken, wie das schmeckt und ob der rote genauso gut ist wie der weiße. So, ganz typisch bei Carbonara ist natürlich, dass das kein Netz ist in Rechteckform, sondern ein runder Kreis. Sieht aus wie ein riesen Reiskräcker, den man so essen kann, zum Puffreis oder irgendwie. Jetzt machen wir das aber auf. Machen wir mal zwei Packungen. So. Hauen den hier auch noch dazu. Hier den Suppenbeutel. Die Soße kommt erstmal extra. Das Pulver kommt auch erstmal extra. Der Rest, die Krümel werden noch draufgeschmissen. Das ist Adis sonst ja immer. Hier sehe ich ihn auch schon, wie er am Schnabulieren ist. Da ist nämlich gerade was runtergefallen. Adis, Schatz, guck mal. Die Leute vermissen dich nämlich, weil man dich nicht mehr sieht. Jetzt ist das Wasser auch fertig. Das heißt, kurz hier das kochende Wasser drüber gießen. 1 Liter für 2 Nudelnetze. Dann ganz kurz warten, bis es ein bisschen anweicht. Wasser abgießen, Schüssel, fertig. Ihr kennt das ja, ich habe schon so viele Samyang-Kreationen und Videos hier gemacht. Es ist immer genau der gleiche Ablauf. So, ich glaube, den meisten wäre das immer noch zu hart hier. Die sind wirklich ganz kurz immer erst da drin, aber ich mag die, wenn ich noch richtig dick und fett sind und nicht total weich und flatschig. Schmeißen wir jetzt hier rein. Zum Abgießen, dann gießen wir das ab. Damit nicht so viel Brühe da ist. Ich will ja, dass die Soße immer schön an die Nudeln haftet. Und wenn das dann fertig ist, ab in die Schüssel. Normalerweise mache ich das hier, wenn ich für mich esse. Aber für euch packe ich es extra in die Glasschüssel. In der Hoffnung, dass sie nicht explodiert. Die nehmen wir jetzt mit raus. Und zeigen euch, wie wir die Soßen drauf machen. So, hier ist jetzt die Schüssel. Da ist noch nichts drin. Da wollen wir natürlich anfangen. Erstmal mit den Soßen. Die zwei Soßenbeutel da reinknören. Dazu habe ich so eine Schere natürlich mitgebracht. Musste ich extra noch mal holen. Ich war schon drin, jetzt bin ich wieder raus. Machen wir hier mal schön die Soße drauf. Richtig tolle, rote, griffige Soße. Ich sehe schon, mein Samyang-Vorrat geht auch leider zur Neige schon wieder. Habe aber noch viele neue Sorten da, die ich noch probieren muss. Vorstellen muss, testen muss. Ich kam nur die ganze Zeit zu nichts. Jetzt geht's aber los mit regelmäßig doch versuchen, Videos zu machen. Boah, ich merke schon, Wind kommt. Windzug, nicht, dass mir jetzt die Soßen hier vom Balkon fliegen. Der nächste kriegt es dann auf den Kopf und schreit, weil es so scharf ist. Körperverletzung habe ich schon alles erlebt. Also ich noch nicht, aber. So, das hätte man eigentlich vielleicht wegtun können. Aus Sicherheitsgründen packe ich mal den Müll direkt jetzt hier in eine von diesen Tütchen. Haben noch das Pulver, das komplette Pulvertütchen knallen wir auch noch hier drüber. Ihr seht ja, wie das ausschaut. Das ist das Carbonara Feeling in der Düde. So, Nummer 1 und Nummer 2, bitteschön, ist auch hier drüber. Habe ich schon gehört, die Carbonara haben mittlerweile so einen guten Status in TikTok erreicht. Viele Leute in TikTok fangen jetzt an und wollen unbedingt Samyang Carbonara testen. Finde ich schade, dass sie so verheizt werden und missbraucht. Aber ich mache das ja selber. Aber weil ich einfach ein Samyang-Liebhaber bin. Ich möchte unbedingt jede Samyang-Sorte, die es gibt, mal probiert haben, getestet haben. Die Samyang-Mala sind immer noch die, die ich bisher nicht gesehen habe, dass ich die mir mal organisieren kann, kaufen kann. Die Samyang Ice Type in der blauen Packung.
Das wäre richtig genial. Obwohl das ja eigentlich dasselbe ist wie die schwarzen, nur dass man die halt kalt isst und kalt zubereitet. Klingt wieder total dumm. Aber trotzdem so eine blaue Packung einfach mal in den Händen halten, das wäre es mir wert. So würden die jetzt aussehen, wenn die fertig sind. Wir brauchen aber noch den Coleslaw. Einmal hier die Ecke aufbrechen. Denn wir wollen keine roten Nudeln. Wir wollen lilane Nudeln. Deswegen machen wir jetzt den Super Coleslaw auf. In the Red Edition. Machen wieder die Hälfte der Packung hier drüber. Ich mache mir mal eine Markierung. Schmeiß mir alles raus. Heb die andere Hälfte auf. So, und jetzt wird das hier drüber verteilt. Ich hoffe, der ist noch gut. Ich habe den weißen und den roten zusammen gekauft, aber ungefähr 5 Wochen dazwischen Zeit gehabt, bis ich die 2 Videos gemacht habe. Nicht, dass der irgendwie sauer ist. Das wäre jetzt, wenn man das mal so richtig zeigen will, so, dass ihr mich auch wieder seht. Das wäre jetzt also Samyang Carbonara mit Red Coleslaw für Thumbnail irgendwas reingezogen. Und jetzt probieren wir das Ganze. Ich lege mir es immer oben drauf. Ich mache es dann nicht nochmal rum. Ich drehe mir die raus. Und dann sind die unten noch heiß und scharf. Und oben drauf haben die eine kühle Coleslaw-Note. Mmh. Die sind jetzt schon wieder so genial. Die sind wirklich so bissfest. Solche dicken, fetten Nudeln. Deswegen mag ich auch diese Eintöpfe nicht, dieses Stew-Type oder so. Mochte ich gar nicht. Wenn du dir dann eine Suppe machst und ein paar Nudeln hast und schlürfst und ganz viel Brühe nur noch, dann möchte ich bitte wirklich Soße an den Nudeln haben, dass es daran heftet und dass man da wirklich was zum Schlingen hat. Ansonsten merke ich Schärfe im Hintergrund. Ich merke eine schöne Krautnote, eine frische Note. Ich merke einfach ein richtig dickes, pframwiges etwas. Und so esse ich das mega gern in letzter Zeit. Gerade wenn ich mal schnell viele Packungen vernichten muss in der Woche, dass ich mir mal 2 Stück mache mit so einem Salat dazu. Richtig genial. Ich liebe Samyang einfach über alles. Habt ihr die Carbonara schon mal probiert? Schreibt es mal in die Kommentare. Kennt ihr Walder Pop Salate? Welche ist euer Lieblingssalat von Walder Pop? Oder welche interessanten Kombinationen habt ihr schon probiert? Fand ich gute Idee. Hab letztens irgendwo auch Curry Bohnen von Bonduelle gesehen. Hab die mal probiert einfach so. Fand die richtig schmackhaft, richtig toll. Und dann gedacht so, Samyang Curry mit Currybohnen von Bonduelle wäre auch eine perfekte Kombination. Und zwar der Rewe, in dem ich die gesehen habe, aber nicht mehr diese Bonduelle Currybohnen, weil die gesagt haben, die sind ausgelistet, weil die keiner gekauft hatte. Und ich genau die letzte Dose hatte, die sie noch hatten. Ansonsten war es das erstmal von meiner Seite aus. Ich gucke, welche super Samyang-Kreationen wir in Zukunft noch schaffen können. Und würde sagen, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.